Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Die Ram 7 ist auch nach den ganzen Updates definitiv immer noch einer der besten Long-Range-Waffen, die man spielen kann, da die Time-to-Kill im Vergleich zu den anderen Waffen immer noch bodenlos stark ist. Es gibt allerdings eine Waffe, die man so in dieser Variante nicht so wirklich auf dem Schirm hat, die von der Time-to-Kill und dem Movement speziell auf Fortune's Keep, Bondel und Ashika nochmal deutlich besser sein kann als die Ram 7. Und die Rede ist tatsächlich von dieser Waffe hier. Und das Ganze ist eigentlich gar kein Sturmgewehr, sondern eigentlich eine SMG, besser gesagt die AMR9, die man allerdings mit dem richtigen Setup zu einem sehr starken Sturmgewehr umbauen kann. Auch wenn wir die Time to Kill im Vergleich zu einer Ram 7 sehen, sehen wir tatsächlich, dass ungefähr bis auf 28 Meter, also die Distanz, die man auf den kleinen Maps sowieso meistens spielt, bei den Chest-Treffern die Time to Kill der AMR schon deutlich besser ist. Bei den Arm- und Beintreffern sieht man auch, dass die AMR schon etwas besser ist. Bei den Headshots und Nackentreffern muss man allerdings sagen, dass die Ram 7 schon noch etwas besser ist. Da sich die AMR allerdings deutlich schneller spielen lässt und gefühlt auch weniger Rückstoß hat, kann diese speziell auch auf diese 30 Meter deutlich effektiver sein. Im Klassenguide wird es, wie man im Verlauf des Videos geben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jetzt gehen wir ins Gameplay. Let's go. So, es wird krachen. Ist wirklich niemand hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Well, I'm back, I'm back. Oh, bro, I see you papping someone. I thought, fuck that guy, he's mine. Yes. Oh, bro, fuck these boys. Come. Es wird gottlos hier. Es wird gleich gottlos krachen. Fucking pussies. I ran straight into them. Ah, ich muss mich jetzt hier auf unsere Seite fokussieren. Ich muss mich, glaube ich, jetzt... gleich mal ein bisschen mehr fokussieren. Vollidiot. Nächster Vollidiot. Gegenüber. Was höre ich eigentlich hier die ganze Zeit? Problem. Ich kann nicht. Ich muss den einen müssen. Savage, es tut mir leid, ich muss dich muten. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich muss dich muten. Es tut mir leid. Wir sind ins feindliche Netzwerk eingedrungen. Ihre Ablehnung. Ich brauche ein bisschen was zum Werfen oder so. Feinde kommen in den Bereich. Den Himmel beobachten. Bitte ohne Sehen. Ich muss eigentlich da rein. Problem ist, dass eine Moskitodrohne, die wird mich hops nehmen. Bisschen vor. Also dafür, dass es eine SMG ist, ist halt insane. Also vom, das, was halt wirklich insane ist, ist, dass die Time to Kill auf, ich glaube, 30 Meter oder so, halt gefühlt auch 1 zu 1 oder teilweise auch wirklich auch deutlich besser ist als bei einer Ram 7. Und Ram 7 ist ja auch nach wie vor, wenn man ehrlich ist, so wirklich die Meta. Da spielt ja wirklich jeder Pro und so. Deswegen ist es schon crazy.
wenn man drüber nachdenkt. Ab und zu würde ich schon sagen, man merkt, dass die Waffe so ein bisschen schwächer ist, so auf große Distanz vor allem. Aber dadurch, dass die Time to Kill halt auf Midrange so gut ist, also auf den kleinen Maps, ist es halt wirklich die perfekte Waffe für, ja, 14 Ski Bundle. Oh, fuck off, bruv. I'm dead. I'm fucking dead. I got people all over me, bruv. I got like two teams on me. Fucking dead, man. But. Okay, die Wasserkolonne ist hier. Interessant. Oh, just made it. Just made it. Yeah, just made it. And I fucking down someone. Er hat natürlich Self, der Typ. Ist das geistkrank. Ich würde mich gern platen. Yeah, I marked him. I got someone back here. I got someone back here. He's on this hill, bro. Okay, beide unten, einer oben. Feindliche Drohne ist immer böse. Okay. Ich muss beide. Ich muss beide muten, ich kann es nicht mehr langsam. Nades oder so wären wild. Da nehme ich mit. Will zurückkommen zu seinem Stuff. Er ist nicht dead. What the fuck? Er ist einfach nicht dead. Und jetzt fliegt mir noch eine Bombendrohne hinterher. Ist das absolut geisteskrank? Ist das geisteskrank? Wirklich Bombendrohne? Schlimmer als alles andere in dem Game. Gar nicht. Das war 100% der Typ. 100%. Links von mir? Zum Stein hoch. Boah, es ist crazy, was die Waffe macht. Eigentlich muss da noch ein Team sein. Prezi, 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 Prezi. Jawohl. Hier unten muss eigentlich einer sein. Oh, einmal gegen eine Moskitodrohne gewonnen. Links. Achtung, es sind noch Gruppenmitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Einer dort. Muss eigentlich direkt vor mir sein. No. Der Prezi wird mich holen. Prezi holt mich nicht.
Das ist wirklich äußerst dumm von ihm. Muss hier irgendwo gelandet sein. Der hat anscheinend wirklich noch eine Flare oder so. Der arme als Sturmgewehr ist, es ist insane. Es ist perfekt für die Map. Dafür, dass die Waffe eigentlich eine SMG ist, ist es schon wirklich bodenlos stark. Ich habe das Ganze mit der Jug-BFB-Mündung gespielt. Dann, um die Waffe als Sturmgewehr zu spielen, braucht ihr den ersten Lauf, den langen Lauf für Rückschusskontrolle, Bullet Velocity, beim Visier das Jug-Lesslos-Visier, Rotpunkt-Visier, sehr cleanes Visier und speziell auf Midrange perfekt geeignet. Dann für den Rückschuss der Schwerebrühen Unterstützungsgriff und beim Magazin das 50-Schuss-Magazin. Falls ihr jetzt Trios und Squad spielt, könnt ihr allerdings auch ein 100-Schuss-Magazin spielen. Ich bin meistens mit dem 50er klargekommen, allerdings 100 Schuss im Magazin. Ihr könnt quasi... ja, mit so gut wie gar keinem Rückschuss 100 Schuss abfeuern. Und das ist natürlich auch speziell, wenn man jetzt gegen Trio-Squad spielt, immer sehr effektiv. In Solos würde ich das 50er empfehlen. Das, wie gesagt, ist die AMR-Sturmgewehr-Variante. Testet's aus, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.